Opernball 2019. Alles tanzt. Worum dreht sich alles in dieser heißesten Ballnacht des Jahres? Um den Tanz. Ob beim Einzug der Debütantinnen und Debütanten, den umjubelten Hebefiguren des Staatsballetts, beim gesellschaftlichen Linkswalzern oder bei der chaotischen Mitternachtskadrille. Tanzen Sie also mit uns durch die Geschichte des Opernballs. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Um überhaupt in den Genuss eines Tanzes auf dem Ball zu kommen, müssen die Gäste erst einmal vor der Wiener Staatsoper antanzen. Das tut die Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Society und Sport auch gerne. Heuer übrigens zum 63. Mal. Sie alle holen einmal im Jahr Abendrobe und Frack heraus, um ihrer Tanzfreude Ausdruck zu verleihen. Manche tragen eine Mütze, manche nicht. Manche schauen dabei weniger glücklich drein als andere. Manche hatten einen neuen Föhn und wiederum andere genießen den ewigen Ruhm erfolgreicher Sportler, auch auf dem Opernball. Prinz Philipp fuhr Gott sei Dank nicht selbst mit dem Wagen vor, Michael Häupl tauschte Spritzwein mit Champagner oder umgekehrt. Erst wenn der Bundespräsident eingetroffen ist, kann der Ball so richtig beginnen. Dann wird aber getanzt, und zwar in allen Sälen, die die Oper so zur Verfügung hat. Sogar in solchen, die eigens für den Ball zu Tanzsälen umfunktioniert werden, wie die Garderobe des Staatsopernorchesters oder die Tischlerei. Dort ist übrigens die Balldisco. Dabei sind diese Bilder, die heute vom Opernball um die Welt gehen, alles andere als selbstverständlich. Geplant war das alles ganz anders. Der erste Opernball fand am 11. Dezember 1877 statt, damals noch unter dem Titel Hofopern-Soiree. Und Kaiser Franz Josef hatte eigens für diesen Abend ein Tanzverbot ausgesprochen. Er fürchtete tumultartige Zustände, wie zuvor bei den Opernbällen in Paris. Als dann aber die Hofopern-Soiree-Polka von Eduard Strauss erklang, hielt es die Gäste nicht mehr länger auf ihren Stühlen. Sie begannen zu tanzen und der Opernball war geboren. Seit diesem Tag gibt es kein Halten mehr. Es wird gedreht und gedreht, es wird dirigiert, es wird gewippt und es wird gehüpft, was das Zeug hält. Der Kaiser hätte es nicht sehr schön gefunden und es hätte ihn nicht gefreut. Die Revolution des Tanzes, die den Opernball geboren hat, lässt seither alle noch so skurrilen Bewegungsformen und Tanzorte durchgehen. Walzer in der Garderobe, Boogie im Ballsaal, ganz egal. Traditionell im Dreivierteltakt mit Gemahlin und Frack oder Dreifingertakt mit Mikrofon, alles ist möglich. Ein lustiges Ringelreiha mit Debütantinnen ebenso wie ein Duett der betagten Damen. Tanz ist Bewegung, Tanz ist Begeisterung und Tanz ist vor allem eins, Spaß. Aber bevor die Gäste wie hier im Bild der damalige Wiener Bürgermeister Bruno Marek eine heiße Sohle aufs Parkett legen dürfen, startet der offizielle Teil. Die österreichische Staatsspitze ist seit dem Jahr 1956 zahlreich vertreten und der Ball gilt erst als eröffnet, wenn auch der Bundespräsident in der Ehrenloge eingetroffen ist. Der Opernball beginnt mit dem Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees. Es ist einfach wunderbar, überhaupt auf den Opernball zu gehen und noch dazu das zu eröffnen. Das ist, ich glaube, für ein junges Mädchen eines der schönsten Träume und Wünsche. Auch heuer werden wieder 144 Debütantinnenpaare aus 13 Ländern zu den Klängen der Fächerpolonaise in den Ballsaal einziehen. Das ist ein Privileg, diesen Ball eröffnen zu dürfen, das ist ja gar keine Frage. Die legendäre Opernballorganisatorin Lotte Tobisch war jahrelang für die Auswahl der jungen Paare verantwortlich. Die jungen Leute, die hier bei uns eröffnen, also die haben auch eine ganz irreale Beziehung zum Opernball. Sonst wäre es doch gar nicht möglich, dass sie in solchen Mengen sich jedes Jahr anmelden. Und die Mädchen, wenn die hier einziehen, mit den Krönchen am Kopf, na, da spielen sie doch alle auch ein bisschen Prinz und Prinzessin. Ach, wenn der Kaiser wüsste.
Die funkelnden Krönchen sind eine wichtige Tradition beim Opernball und wurden in den letzten Jahren von berühmten Modedesignern wie etwa Karl Lagerfeld gestaltet. Genauso traditionell sind der Blumenschmuck und die Aufregung der Debütantinnen und Debütanten. Warum macht man da überhaupt mit bei so einer Eröffnung? Ich glaube, es ist einfach etwas wirklich Besonderes. Also ich habe noch nie einen Ball eröffnet und für mich ist das sehr aufregend und einfach ein besonderes Erlebnis. Wobei es in all den Jahren auch eine Debütantin gegeben hat, die aus der Reihe getanzt ist. Sie fand es nicht so spannend. Nein, eigentlich nicht besonders. Das Interview ist aufregender. Die jungen Damen und jungen Herren zeigen uns dann später noch ihre Tanzkünste. Nun heißt es erstmal Platz machen für das Staatsballett. Parkett frei. Seit fast 10 Jahren heißt das Staatsopernballett nun Staatsballett. Aber noch viel länger ist eine Eröffnung des Wiener Opernballs ohne glanzvolle Balletteinlage gar nicht mehr vorstellbar. Durch die 2010 erfolgte Berufung von Manuel Le Gris als Direktor des Wiener Staatsballetts eröffneten sich neue künstlerische Perspektiven für das traditionsreiche Ensemble. Spitzentanz, pas de deux, Jumps und Turns, nichts darf fehlen. Willi Dirtl war über 20 Jahre lang erster Solotänzer an der Wiener Staatsoper. Auf dem Opernball selbst haben aber auch die Ballettstars von morgen ihre ersten Auftritte. Die Elevinnen und Eleven der Ballettakademie der Wiener Staatsoper mit sehr professionellem Zugang zum Auftritt. Wenn man heute hier ausrutscht, ist das was ganz Wichtiges oder ist dir das egal, wenn was passiert? Das ist mir nicht egal. Du? Das sehen ja alle. Du hast mir gesagt, das macht dir eigentlich nichts aus, wenn etwas schief geht. Nein, das ist eigentlich normal. Es geht immer was schief beim Opernball. Genau, irgendwas passiert immer. Da war doch vor einigen Jahren dieses kleine Malheur mit dem Luftballon. Dir ist ja ein Ungeschick mit dem Luftballon passiert. Warum ist der zu früh explodiert? Nein, also ich habe die Hand gehoben, dann ist er zur Krone gekommen, dann ist es irgendwie zerplatzt. Schön auch, wenn Träume nicht zerplatzen, sondern sich erfüllen. Die ehemalige Elevin und jetzige Solotänzerin Rebecca Horner hat ihren Auftritt in guter Erinnerung. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Es war wirklich schön und wir waren alle sehr aufgeregt, ja, weil ich meine, es war für alle das erste Mal und etwas ganz Besonderes, weil das macht ja nicht jedes Kind. Nicht jedes, aber Jakob Pfeifferlik zum Beispiel, hier links im Bild. Er ist neuer erster Solotänzer des Staatsballetts und heuer zum zweiten Mal als Tänzer bei der Eröffnung mit dabei. Als Wiener den Opernball zu eröffnen, ist große Freude für mich. Also ich freue mich sehr und es ist einfach eine super Atmosphäre hier. Die super Atmosphäre des Opernballs macht auch sicher aus, dass sich die Choreografen für die Eröffnung immer wieder neue Bezüge zu aktuellen Themen einfallen lassen. Viola Harongoso ließ im Mozart-Jahr 2006 die Balletteinlage zum Beispiel ganz im Zeichen von Wolfgang Amadeus stehen. Getanzt wurde natürlich nicht zu Falco, sondern zur Musik des großen Meisters. Anlässlich der Fußball-EM in Österreich wurde das Tanzparkett 2008 in der Choreografie von Giorgio Madia in ein Fußballfeld verwandelt und die Tänzerinnen und Tänzer in ein Fußballett. Die Musik von Moritz Eggert war eine Uraufführung. Böse Zungen behaupteten, sie passte zum Abschneiden der Kicker bei der EM. Wenn Sie sich fragen, wer unter dem Fußball versteckt war, Karina Sarkissova. Ja, und dann war da noch der Aufreger aus dem Jahre 2004. Was so harmlos begann, endete mit einem festen Skandal. Bei der nun folgenden überraschenden Mischung aus Chippendales und Staatsballett verloren nicht nur die Tänzer ihre Hosen, sondern manche Zuseher fast die Kontenance. Bei den Proben waren die Hosen listigerweise noch oben geblieben. Dennoch, die Mischung aus roten Nasen und halbnackten Tänzern von Chefchoreograf Renato Zanella hat das Publikum begeistert. Die Tanzdarbietung war hervorragend, die war so locker.
die Herren dann, wie sie da in der Unterhose und im Leiberl sind, mit den roten Nasen und so. Also das Ganze war eine ganz, eine tolle Sache. Die roten Nasen verlassen das Parkett und die roten Wangen übernehmen wieder. Los geht's! Die aufwendige Choreografie der Debütantinnen und Debütanten beendet die offizielle Eröffnung und leitet zum allgemeinen Tanzvergnügen über. Natürlich nicht ohne die berühmten zwei Worte, aber die kommen erst später. Seit 10 Jahren übernimmt die Gestaltung der Zeremonie nahezu jedes Jahr eine andere österreichische Tanzschule. Desiree Treichl-Stürk hat diese Neuerung seinerzeit eingeführt. Die Aufgabe lautet, 144 Paare kreativ, aber nicht zu schwierig, über das Parkett schweben zu lassen. Die Zeremonienmeister werden dabei selbst zu zumindest österreichischen Berühmtheiten. Roman Swabek, Thomas Schäfer-Ellmeier oder jahrzehntelang Professor Willi Frenzel. Ich werde sich auf mich verlassen. Durch xx Jahre habe ich das gemacht und es hat geklappt, wird es auch Eier geben. Natürlich, sicher auch bei der Tanzschule Sandner und Dominik Truschner. Was auch immer wieder klappt, ist der Auftritt vieler Söhne und Töchter prominenter Eltern. Sie machen hier die ersten offiziellen Schritte auf dem glatten Gesellschaftsparkett und man weiß oft nicht so genau, wer da aufgeregter ist. Die Tochter der ehemaligen Opernballorganisatorin Elisabeth Gürtler oder die Frau Mama? Das gilt auch für den Sohn von Fiona Swarovski, der hat ebenso eröffnet. Wie die Tochter von Udo Jürgens. Der Papa war nicht anwesend, dafür platzte Onkel Manfred Bockelmann vor Stolz. Nichts kann Eltern glücklicher machen als die eigenen Kinder. Wie zufrieden war Felix Dvorak mit seiner Tochter? Ja, eigentlich sehr zufrieden. Sie ist ja nicht über die Stirn weggefallen, es ist ja nichts passiert. Ich muss sagen, es hat meine Erwartungen wirklich entsprochen, es war einfach himmlisch, wirklich. Wie ein Engel hat auch die Tochter von Starkoch Johann Lafer ihren Vater glücklich gemacht. Ich war sehr aufgeregt, ich muss sagen, also wenn man Österreicher ist, im Ausland lebt und dann eine Tochter hat, die 18 Jahre alt ist und dann plötzlich am Wiener Opernball debütieren kann, das ist für mich schon was ganz Besonderes. Warum strahlen Sie so, Herr Pröll? Unser Sohn hat eröffnet. Ah ja, und so zog sich der Herr Papa aus der Affäre. Wenn man da zuschaut und genießt, wie die Jugend den Ball eröffnet, dann erspart man sich auf mindestens 3-4 Opernbälle das eigene Tanzen. War das der Grund, warum Harald Serafin die Eröffnungen von Tochter Martina und Sohn Daniel ganz wunderbar gefallen haben? Natürlich nicht. Auch hier gilt, das Tanzen soll Spaß machen. Die Eröffnung war recht lustig, sie war zwar nicht ganz perfekt. Es haben ein paar Paare gebatzt, aber ich glaube, das stört eigentlich niemand außer den Herrn Professor Frenzel. Sie können sich auf mich verlassen. Aber ich glaube, das Publikum findet es sehr lustig, wenn ein paar daneben tanzen und alles nicht so korrekt ist. Aber das passiert nur ganz selten. Es hat wunderbar funktioniert, ich gratuliere. Danke. Bitte. Nun sind wir schon fast am Ziel aller tänzerischen Träume. Einladend liegt sie da, die Tanzfläche. Nur einen Walzerschritt entfernt und doch so weit entfernt für die mehr als 5100 Gäste. Denn da gibt es jene Unbestechlichen, die alle an einem Schnürdel, einer Kordel ziehen und die Tanzfläche erst nach dem offiziellen Kommando freigeben. Und das kann dauern. Wie lange stehen Sie schon da? Circa 2,5 Stunden. Und müssen die ganze Zeit den Strick halten? Ja. Wie lange glauben Sie, können Sie den noch halten? Ja, bis zum Ende. Man darf den Herren aber auch keinen Strick daraus drehen. Die Kordelsteher sind übrigens allesamt bühnenerprobte Statisten der Staatsoper. Wird der Druck von hinten sehr groß? Gibt es wirklich Rempeleien, oder? Ja, es wird auf jeden Fall sehr groß und das ist auch der Grund, warum wir alle hier so straight und angewurzelt stehen. Ja. In den Stunden davor war es wesentlich hektischer. Über 500 Menschen sind notwendig, um die Oper in nur 30 Stunden in diesen Prachtsaal zu verwandeln, in dem dann bald auch endlich Walzer getanzt werden darf. Apropos Walzer. Hier ein paar grundlegende Informationen oder was Sie schon immer über den Walzer wissen wollten. Der Walzer ist ein Paartanz im Dreivierteltakt. Er wird in geschlossener Haltung, in schnellen Drehungen und mit einem festen Schrittmuster getanzt. Sein Name leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen von der Tanzfigur bzw. dem Wort Walzen ab, was so viel bedeutet wie drehen. Wie passend, dass der Walzer der älteste der modernen bürgerlichen Gesellschaftstänze ist und seit jeher zum gehobenen Ähnedran benutzt worden ist. Auf dem Opernball natürlich erst nach den berühmten zwei Worten der Zeremonienmeister. Hier zum Beispiel von Robert Hisek. Alles Walzer bitte. Schnörkellos von Thomas Schäfer-Ellmeier. Alles
Walzer. Mit entspannter Lässigkeit und Zusatzwunsch von Klaus Mühlsiegel. Alles Walzer und viel Vergnügen. Roman Swabek gemeinsam mit den Künstlerinnen des Opernballs. Und einmal von den Debütantinnen und Debütanten alleine. Beim Walzer kommt es auf die Haltung an und dass man dreht, 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 dreht. Das ist das Um und Auf, das zeichnet den Wiener Walzer eben aus. Der Linkswalzer ist halt so der richtig wienerische Tanz, weil es ein bisschen auch schlampig ist mit einem Einkreuzen. Und das ist eben so zum Drehen und Drehen und der billigste Rausch, den man einfach haben kann. Bitteschön, dann ist hier noch einmal die Anleitung zum Rauschigwerden. Also, die Schrittfolge des Linkswalzers präsentiert von den ehemaligen Weltmeistern im Walzertanzen. Linker Fuß nach vor, rechter Fuß zur Seite. Der linke Fuß kreuzt vor den rechten Fuß. Rechter Fuß rückwärts, linker Fuß zur Seite. Der rechte Fuß schließt zum linken Fuß. Alles klar? Und all das jetzt wieder von vorne und wieder von vorne. Natürlich im Takt und immer in lockerer Unterhaltung mit der Tanzpartnerin. Denn immerhin schauen ihnen dabei bis zu 1,4 Millionen Menschen auf die Beine. Wobei schon Opernball-Organisatorin Christel Schönfeld gewusst hat, dass nicht jeder zum Tanzen geboren ist. Die einen tanzen einen prachtvollen Linkswalzer, die anderen machen es ganz nett und dann gibt es eben immer wieder Menschen, die sich einfach nicht drehen können. Ich kann zum Beispiel auch auf keine Leiter hinaufsteigen, weil ich so schwindlig werde. Interessant eigentlich, dabei war sie doch langjährige Leiterin des Opernballs. Egal, Tanz und Spaß, den hatten in den letzten 6 Jahrzehnten unzählige Publikumslieblinge. Johanna Matz, Walter Tiller und Nadja Giller, Heinz Konrads, Helmut Zilk und Ildiko Raimondi, Solotänzer Willi Dirtl, Leo Wallner und Emeje Hunyadi, Albert Fortell und Barbara Russo, Dagmar Koller und Wladimir Malakow, Harald und Ingeborg Serafin, Ernst Fuchs und eine seiner Musen, Beppo Mauhardt. Und manchmal war der Besuch beim Opernball lebensentscheidend. Veteran, nicht nur auf den Pisten, sondern auch auf dem Parkett hast du getanzt? Ja, einmal. Also, aber leider nicht sehr viel. Ja, hast du dir eine Dame mitgebracht oder musst du dir eine ausbauen? Selbstverständlich habe ich jemanden mitgebracht, Evelyn Kecker. Ja, die würde ich mir aber öfters mitnehmen. Ja, ja. Ich glaube schon. Ich will da nicht ins Gewissen reden. Wenn ich da so schaue, ja, wird sich schwer was Besseres finden. Ne? Das ist richtig, ja. Kurz nach Eva-Maria Klingers Empfehlung haben die beiden geheiratet. Ich kenne Bilder von Karl Schranz, das muss in den 60ern gewesen sein. Da hat er Boogie getanzt. Kennen Sie diese Bilder, Evelyn? Die Bilder nicht, aber ich weiß, dass er sehr gut Boogie tanzt. Wir waren tanzen wie die Wilden, natürlich, das muss man ausnutzen. Schau, ein anderer Kaiser als der vom Anfang vom Opernball. Und der liebt das Tanzen. Wie viele andere Prominente auch. Bei manchen war das überraschend. Aber jetzt bitte alle Abmarsch. Ich möchte euch tanzen sehen. Doch, du bist auch dabei. Mitgehangen, mitgefangen. Kitty Krehn geht auch noch mit. Marjan, Abmarsch. Abmarsch, Abmarsch. Gläser hinstellen. Abmarsch! Nimm's Glasl mit oder ohne, geh mit oder ohne, aber geh. Das kann ja nicht wahr sein. Bei den Dancing Stars der Staffel 8 war es sozusagen eine verpflichtende Übung von Miriam Weichselbraun, die selber nicht so die Tänzerin ist. Wir können ja mal zusammen tanzen gehen. Naja, ehrlich gesagt ist mir Boxen lieber. Und jetzt noch der Donauwalzer dazu und dann ist alles gut. Genau. Donauwalzer gegen Weichselbraun. K.O. in der 2. Runde. Ganz anders verhält es sich dabei Opern-Superstar Anna Netrebko. Sie wird heuer bereits zum 3. Mal bei der Eröffnung singen und alle zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Und egal in welchem Jahr, getanzt hat die Netrebko noch immer. Will you dance tonight? I will try if I can squeeze in the crowd. Mit wem? It's so many men around. Geworden ist es dann schlussendlich Direktor Holländer. I'm so excited. But I cannot stand here, I want to dance right now. So, please, Anna, José. I would not recommend it, but I'm a
horrible dancer, but we can try on it. Na, mit ein bisschen Übung hätte das durchaus noch was werden können mit den beiden. Ach ja, und da war noch ihr damaliger Partner, Erwin Schrott. Heuer tanzt die Netrebko ganz sicher mit ihrem Mann Josef, aber erst nachdem sie gemeinsam in der Eröffnung gesungen haben. Ballorganisatorin Elisabeth Gürtler umringt von Johann Hollender und Dirigent Seiji Ozawa. Behind there, 2 minutes, Denoke told me how to do it, this leg and this leg. And now you know? No. Ich habe nicht getanzt, ich bin nur ihr nachgegangen. Hier gibt es 2 Haupt-Nicht-Tänzer, das ist der Maestro Ozawa und ich. Das können wir beide nicht. Wobei der Lamour-Hatscher des längst dienenden Staatsoperndirektors eigentlich ganz professionell ausschaut. Wenn Sie mit mir noch tanzen, Frau Thurnherrn, dann werde ich 2-mal tanzen an diesem Abend. Ich bin sehr zufrieden mit dem Niveau. Das Niveau der Wiener Staatsoper liegt seit jeher in der absoluten Weltspitze. Nicht zuletzt wegen Direktoren wie Herbert von Karajan. Er tanzte medienwirksam. Der aktuelle Direktor ist da ein wenig zurückhaltender. Bekanntlich bin ich kein guter Tänzer. Ich will meine Schwächen nicht so zeigen. Ich habe den Verdacht, dass der Herr Direktor ein begnadeter Tänzer ist, aber er will es jetzt nicht zugeben. Ich sage jetzt nichts. Es braucht also nur den richtigen, kleineren Rahmen. Beim traditionellen Künstlertreff in den oberen Räumlichkeiten der Staatsoper. Dort tanzt auch Dominique Meyer. Oder sein Doppelgänger. Ich kenne meine Grenzen. Und sowieso habe ich zum Tanz keinen Führerschein. Mit der normalen Verkehrsordnung braucht man auch gar nicht erst anzufangen. Vorrang hat, wer sich schneller dreht. Ich würde das wahnsinnig gern, aber nicht, wenn so viel Leute sein und dem Weg. So ein Tanzlöcher, das muss man sich so vorstellen, da muss man auf, links, rechts. Es ist wirklich extrem anstrengend. Ja, Wahnsinn. Aber hey, Baby, irgendwann hat er es ja doch einmal auf die Tanzfläche geschafft. Prost. Allen Nicht-Tänzerinnen und Nicht-Tänzern bleibt ja auch immer noch die Möglichkeit, bei der Tanzlust ein wenig nachzuhelfen. Vorrat gibt es in jedem Fall genug. Für eine einzige Opernballnacht werden immerhin rund 1300 Flaschen Sekt und Champagner, 900 Flaschen Wein und ebenso viele Flaschen Bier vorbereitet. Und nur wenige von ihnen bleiben übrig. Richard Burton, der jetzt gerade im Bild ist, war übrigens, wenn man Gerüchten glauben darf, am Ende so motiviert, dass er gar nicht mehr tanzen konnte. Einer der großen Mythen des Opernballs sind die geheimen Tanzveranstaltungen. Schon seit den Anfängen des Balls gab es legendäre Künstlerpartys, seinerzeit in den Garderoben des Balletts. Wer ganz viel Glück hatte, landete beim Empfang des damaligen Solotänzers und Partykönigs Willi Dirtl. Sag mir quando, sag mir quando, quando. Tja, und wenn alles nichts hilft, hilft nur mehr nicht tanzen. Ich kann keinen Linkswalzer und meine Tanzkenntnisse liegen weit zurück. Zur wirklichen Perfektion habe ich es nie gebracht. Ich glaube, es war ungefähr der 24. Februar 1967, seit ich das Tanzen eingestellt habe. Tanzen Sie auch auf den Bällen, Herr Bundeskanzler? In der Regel nicht. Aber wenn Damenwahl wäre, kämen Sie nicht her. Das habe ich einmal erlebt, und zwar bei einem Ball in einer niederösterreichischen Stadt. Da bin ich ganz unbesorgt dort gesessen. Und plötzlich war Damenwahl, ich habe das nicht bemerkt und ich bin dann 1,5 Stunden nicht vom Parkett gekommen. Ich musste dann den Fluchtweg über das antreten, was man bei uns in Österreich ein Häsel nennt. Bruno Kreisky, Ihr Vorgänger, hat ja einmal gesagt auf die Frage, dass er nicht wegkommt von der Tanzfläche, hat er wirklich wörtlich so gesagt haben, ja, dann habe ich einfach so ab über die Flucht übers Häusl. Die Zeiten haben sich geändert. Sie werden sicher sehr charmanter sein, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin so ein schlechter Tänzer, dass ich niemandem etwas Gutes tun würde. Ich würde es vielleicht anders formulieren, aber ich würde wahrscheinlich versuchen, wie er zu flüchten. Sind Sie ein Tänzer? Ja, ich bin ein Turniertänzer. Ich Turniertanzen. Das ist übrigens nicht mein Schmeiß. Von einer unserer berühmten Skifahrer. Ich bin Turniertänzer, ja. Ich turniere tanzen und das kann ich. Aber nein, hin und wieder tanzen wir schon, ja. Ihre Frau kommt dann in den Genuss ihrer Tanzkünste? Das weiß ich nicht, ob es für sie ein Genuss ist, aber jedenfalls, wir tanzen, ja.
Immerhin, und hier sind die Ausreden. Warum ist der Ball nicht zum Tanzen da? Werner Schlager hat eine gute Ausrede. Für ihn ist ein Ball zum Tischtennisspielen da. Tanzen bin ich eigentlich ein Flop. Das heißt, wenn die anderen in meiner Altersklasse früher, wenn die in meine Tanzschule gegangen sind, bin ich fleißig an der Platte gestanden. Kein Taktgefühl, ich weiß nicht warum, aber es ist so. Als Student habe ich wahnsinnig gerne getanzt, aber dann habe ich Fred Astaire ein paar Mal im Film gesehen. Und dann ist mir die Lust vergangen zu tanzen. Ehrlich, ich habe vor zwei Tagen eine Stunteinlage gehabt und habe meinen lateralen Meniskus angerissen. Deswegen kann ich heute nur mit einem leichten Walzer tanzen. Ich habe es gerade mit dem Rücken, deshalb... Also ein begeisterter Tänzer... Ich kann ganz gut tanzen, aber ein begeisterter Tänzer bin ich nicht. Das kostet mich ein paar Achteln und viel Überwindung. Hast du es noch heute mit dem Rücken oder nur wegen mir am Tanzen? Nein, ich hab's immer noch mit dem Rücken. Wenn man es einmal mit dem Rücken hat, hat man es mit dem Rücken. Schaut, ich hab da so ein wunderschönes Kreuz. Tut mir wohl. Dabei das Kreuz, das ich hinten hab, das sieht man nicht. Das tut mir weh. So hat jeder sein Kreuz zu tragen. Auch der Baumeister Lugner. Seit 1992 zwingt ihn das Schicksal förmlich dazu, jedes Jahr Gäste zum Opernball einzuladen. Und Jahr für Jahr ist nicht klar, ob sie tanzen. Und wenn sie tanzen, wie lange sie tanzen. Meist tanzen sie ihm auf der Nase herum. Manche sollen sogar die Kreisky-Variante in Anspruch genommen haben und sich am Häusl eingesperrt haben. Es gab aber auch nette Gäste von Richard Lugner, die ihm einen wirklich schönen Ballabend beschert haben. Faye Dunaway zum Beispiel, ein Weltstar, der sogar Lust hatte zu tanzen. Lugner Herz, was willst du mehr? War wahrscheinlich der schönste Opernball heute, weil es mein letzter war. Und ich habe es richtig in vollen Zügen genossen, mit Faye Dunaway zu tanzen. Es war wunderschön. Aber als die Faye dann away war, war der Lugner trotzdem wieder da. Und mit ihm Stars wie Melanie Griffith, Gary Halliwell, Pamela Anderson oder Grace Jones, die sogar Alfons Haider kurz einmal sprachlos gemacht hat. Well, I wouldn't mind with my boyfriend making love in one of the booths. Sie würde sich nicht dran stoßen, mit ihrem Boyfriend in einer der Logen vielleicht ein bisschen Händchen zu halten. Schöne Übersetzung, Herr Haider. Weit weniger skandalös, ja sogar völlig skandalfrei verliefen die Besuche der königlichen Gesellschaft. Was bei Prinz Philip aus England durchaus eine Überraschung war. Das spanische Königshaus war ebenso auf dem Ball wie Prinzessin Beatrix aus den Niederlanden. Großer Rummel brach aus, als Prinzessin Caroline von Monaco die Staatsoper beehrte. Sie versteckte sich den ganzen Abend in ihrer Loge. Damals kam zum blauen Blut sogar noch erlaubterweise blauer Dunst in die Staatsoper. Ich habe sie noch gar nicht gesehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, aber ich bin ganz sicher, es laufen mir das Ganze ja so viele Männer noch, dass sie auf mich sicher nicht warten wird. ORF-Moderator Erwin Fischer erging es übrigens ganz genauso. Wir wollten für Sie ein Interview mit Prinzessin Caroline machen. Leider will sie kein Interview geben. Die anderen Royals haben sich zumindest den Opernball gegeben. Prinz Philipp unterhielt sich prächtig mit Bundespräsident Rudolf Kirchschläger. Prinzessin Beatrix aus den Niederlanden hat nach einigen Gläschen ganz kräftig das Tanzbein geschwungen. Das spanische Königspaar hat nach dem offiziellen Teil sogar versucht, auf die Tanzfläche zu gelangen. Dort war es aber eher wie zur Hochsaison auf dem Ballermann. Also nur vom Gedränge her, sonst natürlich in keinster Weise zu vergleichen. Tanz und Gedränge, das gehört auf dem Opernball einfach zusammen. Daran kann man sich gewöhnen und auch Spaß daran haben, wie man sieht. Man kann sogar Interviews im Tanz führen. Und wir versuchen einmal ein Gespräch im Tanzen. Mitten im Trubel des ersten allgemeinen Walzers. Evelyn, Sie haben bezaubernd den Frühlingsstimmenwalzer gesungen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ein Walzer zum Ballett gesungen wurde. Ja, meines Wissens ja. Was man nicht kann, ist Alfons Haider entkommen, wenn er tanzen möchte. Nicht mal Terry Hatcher. Are you going to dance? I hope so, yeah. We're you get your first lesson in Walzer, okay? Oh my goodness. Warum hast du nicht Nein gesagt? Und Sir Bob Geldof dreht den Spieß einfach um. Are you going to waltz? Yes, of course. Okay, give. Dance? Should I dance? Okay. Und dann gibt es noch jemanden, der jede Damenwahl gewinnt. Niemand kann Barbara Rett einen Tanz ausschlagen. Darf ich bitten? Barbara, ich freue mich sehr und
Ich finde es wunderbar, dass du mit mir tanzt. Na dann. Darf ich mit? Danke, Alfons. Tanzen wir einen Walzer. Pass auf, mach ich. Walzer tanzen. Ja, pass auf. Ja. Also, Donau. Jetzt kommt der schönste und wichtigste Satz des ganzen Abends. Geh mal was trinken. Das war nicht schlecht. Nein, nein, ich hab was Besseres vor. Ja? Darf ich bitten? Sehr gerne. Ich hoffe, ich kann mal mit dir in Wiener Walzer tanzen oder gerne. Die Quadrille. Machen wir. Dankeschön, Christian. Suni Mette. Und da war es auch schon, das Stichwort für eine der skurrilsten Tänze auf dem Wiener Opernball, die Mitternachtskadrille. Für viele ein Pflichtprogramm, für manch andere völliges Neuland. Geht's jetzt ab zur Mitternachtsquadrille mit Ihrer Frau? Quadrille, was? Mitternachtsquadrille, die fängt im Hintergrund schon an. Aha, ja. Mitternachts... Quadrille. Quadrille. Tanz. Ein Tanz. Wenn mich wer fragt, ja, weiß nicht. Zu Quadrille fällt mir eigentlich nicht viel ein. Dir? Ist das sowas wie ein Vierer auf dem Parkett? Ich weiß nur, dass es aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ein Tanz ist, wo Paare in einer Gruppe tanzen. Ich würde es nie wagen, mit meinem Mann Quadrille zu tanzen. Das Chaos würde ausbrechen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich denke, es ist sowas Ähnliches wie Menuett. Man geht, man wird geführt. Ja, geht, wechselt, stimmt fast. Kommt der Nächste, es geht weiter, man dreht sich und so. Jetzt wollen Sie sicher dringend einen Quadrille-Start haben, gell? Eins, zwei, drei, vier. Zum eigenen Platz zurück. Heuer gibt es übrigens eine Premiere auf dem Wiener Opernball. Erstmals wird die Mitternachtsquadrille von einer Frau angesagt. Und zwar von Maria Sandner. Motto: Es kann nur besser werden. Wir dürfen stehen bleiben, nur die Damen. Damen, eins und die Herren. Hoch, hoch und nach rechts. Schluss, tief, tief. Ich bin ein sehr guter, so selbstständig inszenierter Tänzer und ich glaube, das werde ich heute tun. Also doch irgendwie kein Mitternachtstanz, aber vielleicht finde ich einen anderen Partner. Ich kann es zwar selber nicht so ganz gut, aber wer weiß, vielleicht bringt man mir es bei. Vielleicht finde ich auch einen anderen Partner. Darf ich euch bekannt machen, das ist der Romeo eines heutigen Abends hier bei der Mitternachtsquadrille. Das war meine Überraschung für dich. Ja, jetzt werden wir schauen, wie ist denn mit dem Quadrille tanzen? Bist du da firm? Ich bin ja ganz froh, Patrin, ich ziehe gleich meine Schuhe aus und dann machen wir das irgendwie. Also nur zum besseren Verständnis. Eigentlich ist die Quadrille ein Gesellschaftstanz, der von 8 Personen getanzt wird. Auf dem Opernball sind es ein paar Menschen mehr. Die berühmteste Quadrille ist die aus der Fledermaus. Es gibt aber über 100 tanzbare Varianten. Und alle werden sie auf dem Opernball gleichzeitig aufgeführt. Ein geordnetes Chaos, das Bundespräsident van der Bellen durchaus beeindruckt. Ich glaube nicht, dass es das woanders so schnell gibt auf der Welt. Damit kommen wir noch zum letzten Tanz des Abends. Denn die meisten Gäste des Opernballs landen früher oder eher später in der Opernball-Disco. Lotte Tobisch hat in den 80er Jahren den Anstoß dazu gegeben, aus der Tischlerei einen modernen Tanztempel zu machen. Ursprünglich von Ö3-DJs bespielt, gibt seit einigen Jahren Radio Wien den Ton an. Diese Mischung aus Walzerseligkeit und Disco-Sound hat auch Udo Jürgens begeistert. Sehr schön, dass so alte Traditionen, besonders in einem Land wie Österreich, das so traditionsreich ist, noch gepflegt werden. Auch dann, wenn vielleicht unsere heutige Zeit für solche Dinge wenig Platz hat. Aber gerade diese Mischung macht doch den Reiz des Tanzens auf dem Opernball aus. Im Frack von Annane Trepkos Eröffnung über den Linkswalzer und die Mitternachtsquadrille bis hin zu ABBA oder Justin Timberlake. All das ist der Opernball. Und mit ein wenig Glück kann man in der Disco auch schon einen Vorgeschmack davon bekommen, welche Tanzmoves uns in der neuen Staffel Dancing Stars von Suni Melesch erwarten. Den Walzer mit Alfons hat sie nicht bekommen, dafür aber ein supermodernes Dance-Video von ihrer Tochter. Wir haben alle getanzt, alt und jung. Ja, sogar ein Video von der Mami, wie sie tanzt. Gut. Ich muss mich nicht schämen. Überhaupt nicht. Schämen tut sich gleich ganz wer anderer. Wollen wir das tanzen? Ja, die Tanzfläche ist leer. Wir könnten uns ein bisschen eingrooven.
Getcha, ui, hey. Tanz, Kathi, Tanz. Tanz, Kathi, Tanz. Links ein Schritt, rechts ein Schritt. Quetsch die Luft, yeah. Die tanzt irrsinnig gut. Ich weiß aber nicht, zu welcher Musik. Meine Damen und Herren, das habe ich jetzt nicht gewollt. Das ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm. Ich glaube, ich will jetzt gehen. Tja, irgendjemand muss den letzten Tanz auf dem Opernball bestreiten. Irgendwann haben die über 150 Musikerinnen und Musiker die letzten Lieder gespielt, sind die fast 600 Blumengestecke und Arrangements von den Ballgästen zerpflückt und eingepackt und eine weitere durchtanzte Nacht geht in der Wiener Staatsoper zu Ende. Opernball-Profis werden den Ball mit den bisher Erlebten vergleichen. Die Debütantinnen und Debütanten werden noch einmal ihre Aufregung nachfühlen. Frisch verliebte Pärchen werden wie auf Wolken weiter im Walzertakt durch die kühle Wiener Morgenluft schweben. Bald schon werden 7000 Kinder mit großen Augen in die Staatsoper kommen und sich die Zauberflöte für Kinder ansehen. Und in knapp 21 Stunden wird man in der Wiener Staatsoper fast nichts mehr von dieser rauschenden Ballnacht bemerken. So lange dauert es, den Ballsaal wieder in das berühmte Opernhaus zurückzuverwandeln. Bis das alles passiert, dauert es allerdings noch ein wenig. Denn der Opernball des Jahres 2019 beginnt ja erst in wenigen Minuten mit dem Einzug der jungen Damen und Herren, der Eröffnung, dem Ballett, dem Walzer, der Quadrille, den Stars, den Sternchen und natürlich mit Ihnen zu Hause. Gute Unterhaltung beim Opernball 2019.